Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe auch nicht, dass ihr euch wundert, da im Hintergrund habe ich Kaminfeuer an, so ein bisschen romantische Stimmung, wir gehen auf die Weihnachtsfeiertage zu. Ich habe hier zweimal was gehabt. Ich würde sagen, wir machen erstmal das erste. Ja, da kann ich jetzt euch nicht zeigen, was da drauf steht, weil das ist von einem Abonnenten. Und dann mache ich euch mal nach unten. Muss nämlich aufpassen, ich weiß, wie ich bin. Ich kaue mir wieder die Pfoten weg. Haltet mal, da ist ein Zettel mit drin, den Weg mal so machen. Nicht, dass ihr da was seht, was ihr nicht sehen sollt. Mal auspacken. Ich sehe was. Wartet mal. Eine kleine. Das ist nur für ganz deines. Vom Uncut Gamer. 1987. Ja, nicht wundern, das ist nicht 3D, das sieht aber so 3D aus, das hat er so geschrieben. So, und jetzt zeige ich euch mal was. Eine Mini-Playstation. Eine Mini-Playstation. Ey, Digga, wo hast denn du das her? Ich such... Was ist denn hier? Ist irgendwas umgefallen. Ja. Wo hast denn du das her? Ich such das schon. Ich wollte das schon die ganze Zeit haben. Das ist die Mini-Playstation. Das müssen wir auspacken. Die Backe war jetzt auspacke, was ist. Mal gucken. Das ist nämlich eine Giftbox. Da hier steht auch, ihr habt auch ein Bild, denn, dass man die dann aufmachen kann. Da ist Playstation. Und da gibt es Freude. Deswegen Smiley. Da freut sich denn derjenige, der das kriegt. So. Den Karton habe ich noch relativ intakt. Ach, da ist so ja Schutzfolie auf dem Klavierlack drauf, wie bei der Original Playstation. Wie geil ist das denn? Und da ist das Sony-Logo. Die dürfen das auch, weil die arbeiten mit Sony zusammen. Hinten haben wir die Lüfter. Ey, selbst die Kabel sind dran. Der LAN, der Antennenkabel, ach, der Kamerakabel. HDMI-Kabel, Toxlink und Strom. Selbst die kann man sehen. Wie geil ist das denn? Vorne Laufwerk, USB. Ist das geil. Ey, leck mich am Arsch. Dann kann man das so aufmachen. Und dann kann man hier entweder ein größere oder hier so eine kleine Geschenkkarte drin packen. Und dann macht man das zu. Da steht so ja PS4, sehe ich gerade, wartet. So, wartet. Achso, der Nippel, der muss hier hinten eingehakt werden, so. So. Und dann macht man das zu und dann kann man das so verschenken. Und da steht sogar da vorne, Leute, da steht PlayStation 4. Seht ihr das? Seht ihr Scheiße. PS4. Und, wart, da unten. Da steht auch nochmal PlayStation 4 mit dem Sony-Logo. Ey, Digga, wo hast denn du das her? Ich such das schon die ganze Zeit. Also wenn der Uncut mir geschrieben hat, wo er das her hat, dann poste ich das in die Videobeschreibung. Wie geil ist das denn? Kann man hier schön aufmachen. Oh, das ist so geil. Ach, sorry, verkehrt rum jetzt. Ach, du musst wirklich von hinten so und dann zugeklappt werden. Eine kleine Mini-Playstation.
Ja, und wenn ihr den nicht mehr braucht, dann könnt ihr sie euren Kindern schenken. Für Puppenhaus, für Barbiehaus, dann hat die auch eine Playstation. Also das werde ich mir jetzt gleich erstmal, da seht ihr meine Schrankwand, werden wir jetzt erstmal einen schönen Platz dafür finden. Ich lasse mal das Mikrofon, lasse ich mal kurz hier. Wo machen wir das jetzt am besten hin? Oh ja, hier beim Schiff. Ja, dann fällt es ja kaum auf. Hier oben in den PlayStation 4 spielen, da könnte, hier passt ja erstmal rein. Da kommt sie nicht zur Geltung. Das sieht doof aus. Machen wir hier hinten hin. Da sind die Spiele nämlich anders. So, ich habe Platz gefunden. Ich habe jetzt zwei PlayStation. Ich habe eine große und eine. Oh, ich glaube, ihr habt mich nicht richtig gehört. Ich habe jetzt zwei PlayStation. Ich habe jetzt eine große und eine kleine. Da steht sie, da. Ich wollte sie erst da machen, aber da sind die PlayStation 4 Spiele. Da würde es nicht zur Geltung kommen. Da sind verschiedene farbige Hintergründe durch die ganzen Filme. Und oben muss ich ja öfters mal ran. Dann macht sich das gut. Und weil genau unten drunter steht, nämlich die große. Finde ich geil. Ey, Anka, du musst echt mal sagen, wo du das her hast. Offiziell Sony. Konnte. Weil das sollte ja eigentlich nicht nach Deutschland kommen. Oder nicht so schnell nach Deutschland kommen. Und hier hinten auch die Beschreibung, seht ihr alle den Englisch. Und da steht auch GIF, also nicht Geschenk, sondern GIF. GIF heißt Geschenk. Es gibt auch ein Bild, was, eine Bildform, was GIF heißt, aber das ist nur GIF. Und das ist GIFT, Gift. Nicht für das Gift, sondern für Gift, für Englisch für Geschenk. Weil das weiß ich mittlerweile. Da oben steht es auch nochmal. Ist ja geil. Und da oben steht es auch nochmal offiziell. Seht ihr das? Offiziell lizenziert Produkt. Und oben das Sony-Logo. Das ist offiziell von Sony lizenziert. Also die dürfen die Sony-Logo benutzen. Die dürfen eine PlayStation-Logo benutzen. Die haben es ja auch gemacht. Wie geil ist das denn? Von Numskull. Die haben auch Socken und so mit PlayStation-Muster und so. Da habe ich mir einige, auf der Webseite einige Sachen angeguckt. Aber da war nicht ersichtlich. Ich glaube, da, kein deutscher Shop, kein nix. Geile Sache. Erstmal Daumen hoch für Uncut. Ja, hier ist er nochmal. Uncut Gamer 1987. Ich habe jetzt meine Giftbox. Bin glücklich. So, dann werden wir das mal hier zusammenpacken. Dann würde ich jetzt das Video hier erstmal beenden. Ich bin happy, ich freue mich, ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.